warten, bis das Spiel hier endlich losgeht. Aber wie gesagt, das sind jetzt nur noch ein paar Minütchen. Mehr kann das nicht sein. Also, wenn er vorhin schon bei 91% war, müsste er jetzt bei 99% sein. Der letzte Prozent dauert immer ein bisschen länger und dann muss er das Spiel nochmal darüber starten. Also gucken wir mal rein. Team Orange attackt als erstes Sorry, und guys. als erstes Blue Attack. Okay, dann würde ich mal sagen, ab geht die Luzi hier. Ticket kaufen, einsteigen und wir fahren los hier. Alle sind ready und ja. Hier jetzt endlich das Spiel, was wir alle sehen wollen. Ja, endlich geht's los. Mein Gott, wird doch Zeit hier. So, ne? Geduld ist halt eine Tugend und von dieser Tugend besitze ich halt leider nicht so viel, aber ich glaube, damit können wir alle leben. So, gucken wir uns erstmal die gebannten Operator an. Mal gucken, wen sie hier bannen werden. Als erstes Ash. Okay, die nehmen schon mal Tempo raus. Die nehmen schon mal Tempo raus. Gar nicht so verkehrt hier jetzt, ne? Gut gedacht, gut gedacht. Erstmal die Ash raus. Aber mal ganz schnell hier. Ja. Ja. Also die zeigen hier schon Respekt. Blackbeard wird auch nochmal mit rausgefiltert von Lafayette, dass er ey, keiner auf die Idee kommt, hier an den Windows die ganze Zeit rumzuhängen und versuchen dann dementsprechend die Frags zu ziehen. So, weiter geht es hier. Mal gucken. Defense, standardgemäß erstmal Mira. Jetzt bin ich aber gespannt hier auf den Bann von Rasputins Team. Mal gucken. Ich bin da nicht so ganz sicher. Und Lesion. Damit haben wir alle gebannten Operator drin. Ja, und ab geht die Luzi. So. Und jetzt geht's hier los. Also, wir sehen hier die erste Defense-Runde und sie entscheiden sich. Oh mein Gott, diese Maus, weg damit. So. Da gibt es nochmal die Nöck dazu. Also wird auf jeden Fall ein Spiel. Ich sehe hier gerade auch, der Name ist halt extrem lang. Ich hoffe, das stört einfach nicht. Sollte jetzt eigentlich nicht störend sein. Ich mach's aber ein bisschen kleiner, bis wohin? So. Jetzt müsste es besser sein. Wie gesagt. Ist halt ein extrem langer Name, ne? Gucken wir uns erstmal hier die erste Defense-Runde an. Wie gesagt, auf Café Dostoevsky das Ganze hier. Und jo. Da haben wir ein, zwei Anchor-Operator mit dabei. Der Mosi ist mit dabei. Und hier werden auch nochmal hier die ganzen Sachen geplaced. Drohnen wurden abgestellt, wurden aber bis jetzt noch gar nicht rausgefiltert. Da muss man halt aufpassen, ne? Weil diese Cam hier direkt, die könnte halt sehr, sehr gefährlich werden auf der Position. Und aktuell haben wir auch nur, ne, gar kein Roamer. Alle hier zurück zum Topfloor. Werden wahrscheinlich versuchen, hier die Position so lange wie möglich zu halten. Da wird auch schon hochgepellt. Ja, da gibt es auch schon ein bisschen Kontakt hier. Antrag konnte aber hier erstmal den Frag nicht am Window ziehen. Da kommt auch schon der nächste. Der Real hat sich auch schon hier bereit gemacht. Die Hedge ist auch schon auf. Und da wird auch schon Airship direkt mal Richtung Red Stairs platziert. Falls da irgendjemand auf die Idee kommen sollte, hier tatsächlicherweise zu backsteppen. Da ist auch schon der Nörer drin. Und Faithripper mit dem Opening Frag. An der Real, an dem Window. Also von wegen hier. Ja. Da wird auch schon aufgebreached. Und Skarmexo hier mit dem nächsten Kill an dem P4. Und da wird auch schon gleichzeitig geheilt hier an den Faithripper. Der hat wirklich richtig geil gespielt, Leute. Und wenn die hier, die werden hier schon gute Runden gewinnen, glaubt es mir. Ich habe es predicted. Und von mir habt ihr es als erstes gehört. Da gibt es auch schon den nächsten Sichtkontakt. Den Diffuser lässt man erstmal hier liegen.
Er ist ein 2 weniger. Wir dürfen aber nicht vergessen hier. Antrek hat noch sein C4, konnte auch wieder zurückrotieren. Und Scamexo hält das Ganze hier über die White Stairs. Also 1 Minute 30 schon längst gespielt. Hier nochmal mit der Yukai-Drohne. Jetzt wollen sie aggressiv da dran. Neuer jetzt hier mit dem ersten Refrag an Jan Lunatic. Und da gibt es auch nochmal hier den nächsten Kill. Aber wow, stark gemacht hier von ihm. Jetzt gibt es das richtige Battle. Neuera nochmal mit dem Double Frag zum Schluss. Last Man Standing ist hier damit der Rasputin. Rasputin gegen 2 weitere Operator. Unlucky natürlich hier auf der Side. Und damit geht die erste Runde vorbei. 1:0. Und das Ganze hier auf Bar. An sich sah das noch gut aus. Ey Leute, hallo. Ich fand das. Das sah wirklich gut aus. Ne? Nur noch konnte sie zum Schluss bringen. Die haben natürlich jetzt einfach die Lücke gesehen. Okay, komm, jetzt gehen wir einfach da durch über Cigar Shop, nimm die Door mit und ran an den Spot. Einfach mal Freezer attacken. Hat natürlich funktioniert. Ganz klare Angelegenheit. Aber das sah am Anfang gut aus. Das hat mir echt gefallen, was wir da gesehen haben. So weit sind. Also so schlecht ist das gar nicht hier. Gar nicht, was ihr habt. So, also, jetzt Runde Nummer 2 und da gibt es natürlich erstmal hier die Rotation auf den nächsten Spot, beziehungsweise erstmal Richtung Kitchen. Die Clash nimmt man mit. Jäger, Dog, Mute, Valk. Und wie gesagt, normalerweise haben die ja ganz anderen Spielstil hier und wenn sie das wieder so zur Geltung bringen, kann da was gehen. Da kann echt was gehen, Leute. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. So. Den Mute hat man mit dabei. Clash, wie gesagt, Valkyrie. In der Text sehen wir auch hier den Jackal. Und eins muss ich sagen, den Jackal hier zu bannen ist auch nicht verkehrt. Es kommt halt natürlich auf den Gegner, wenn man weiß ungefähr, wie der Gegner spielt. Jackal-Bann ist hier wirklich nicht verkehrt. Das haben wir damals schon in den Challenger League Qualifiers gesehen, dass da wieder, wie gesagt, immer wieder die Teams, ob das jetzt Force eSport war, die auch selbst in die Challenger League und jetzt auch in die Pro League mit reinkommen, gespielt haben. Jackal-Bann immer wieder auf dieser Map gesehen. War halt für die sehr, sehr wichtig, dass sie jetzt die Ash nochmal mit rausgenommen haben. Damit nehmen sie natürlich ein bisschen so, ja, die Power, die Luft raus. Die wissen natürlich, dass solche Teams sehr, sehr gerne mit der Ash spielen. Wirklich versuchen da hart und eiskalt mal durchzubrettern. Es gibt jetzt keine dreiste Aktion auf seitens hier von At Last You Tried. Und da gibt es auch schon den Hardcore-Push vom P4. Da ist auch schon drin. Das ist natürlich hier das Tempo. Da müssen sie aufpassen und gut gegenhalten. Wir haben natürlich auch noch mal die Clash am Leben. Gucken, ob sie nochmal behilflich sein kann. Die Valkyrie ist schon mal down. Das wissen wir. Jetzt gibt es ja schon mal den nächsten Jackal-Track. Aber dieser Operator befindet sich ja aktuell hier on spot. Na, da steht die Clash eigentlich ziemlich gut. Das wird hier aufgebleached. Aber auch das wird nicht wirklich behilflich sein. Ja, Faithful Bites hier wieder mit einmal dem Refrag. Ja, schauen wir mal drauf, denn jetzt wird es für den Rasputin natürlich sehr, sehr unangenehm. Und da kommt der Jäger so ein bisschen zu Hilfe, muss ich aber auch natürlich auf weitere Positionen, den Hallway hier, Red Hallway, konzentrieren. Das wissen wir. Da steht auch, wie gesagt, hier der Nöra und gemeinsam hier mit dem P4. Der droht geradeaus, hat eigentlich die Ruhe weg, kommt jetzt mittlerweile wieder mit dazu, muss aber auch, jetzt muss der Rasputin aufpassen, dass er hier nicht so eiskalt rausgefragt wird. Backrotation, was wir hier sehen nochmal von dem Döser, der geht jetzt wahrscheinlich hier Richtung Garage dran und wird versuchen, hier das Ganze Richtung Freezer mit aufzubreachen. Ja, das mit dem Mute Jammer ist auch nicht verkehrt gemacht. Jetzt, trotzdem kommt die Drohne da durch. Ja? Die Clash ist auch schon da und sagt, ich weiß, wo du steckst. Und da gibt es auch schon den nächsten Fight. Antrek befindet sich aber hier noch am Spot. Weiß jetzt natürlich, dass das Ganze hier Döser direkt on point gewesen hier. Konnte den Frag ziehen. Jetzt versucht natürlich der Faith Ripper hier nochmal an dieser Position. Und wie gesagt, der gefällt mir halt sehr, sehr gut, wie er spielt und was er spielt. Da hat er nochmal hier die Vision gehabt. Ist nicht geblindet. Jetzt kommt der Push und dann natürlich durch diese Simulation, die er da, beziehungsweise durch diese Animation, hat er diesen Zweikampf verloren. Und damit steht es auch 2:0. Das Ganze hier nochmal auf Kitchen. Aber ich muss sagen, nicht verkehrt. Wozu man das Ganze natürlich jetzt nutzen kann, ganz einfach, lieber Rasputin, und Analyse betreiben. Einfach Analyse betreiben, reicht. Machen, fertig aus. So, wieder einmal Küche mit Kaid, Bandit, Vigil, Clash. Also die Valkyrie lässt man diesmal weg. Ich weiß auch nicht, ob das gegen ein Team was bringt, das so schnell aufspielt. Ich kann es nicht bestätigen 100%, weil du kommst nicht dazu. Die machen die ganze Zeit überall Druck, ja, diese
Pressure, den sie natürlich dementsprechend verursachen, ist halt sehr, sehr stark, der ist halt sehr stressig und du kommst kaum dazu, dann quasi diese Camps zu nutzen. Das Einzige, wann du diese Camps nutzen kannst, wenn einer deiner Mates fällt, ja, kannst du machen. Wir waren aber auch hier gerade ein bisschen verstreut, ne? Das haben wir jetzt auch in der Defense gesehen. Das heißt, wir hatten einen, der stand alleine hier Richtung Bakery, der andere stand alleine Richtung Hallway. Der Rest und Spot hat sich mal wieder auf andere. Also man hat sich nicht so irgendwie 100% unterstützt, weil aber auch natürlich gleichzeitig überall Kurse gegeben wurden. Ja, da kommt einer, da kommt einer. Also ich kann es mir natürlich vorstellen, wie es dann halt in dem Chat da zur Sache geht. Das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Jetzt gibt es nochmal den Call. Ey, die Hedge ist nicht zu. Aber ich glaube nicht, dass sie sich 100% darauf konzentrieren werden. Jetzt haben sie zwei Hardbreacher mitgenommen und auch noch den Maverick mit am Start. Stizzle wollte ich sagen, aber am Start. Und jetzt kommt es hier, Untrack hier nochmal mit dem Reinforcement. Jetzt muss man gucken, auch wie gesagt, dass man sich da gegenseitig ein bisschen covert. Damit kommt man tatsächlich ab. Von unserer Position ist es leichter gesagt als getan. Spielen wir erstmal gegen ihn, ne? Das ist wirklich so. Aber wenn man ein bisschen so zusammenspielt und versucht, gemeinsam so die Flanks rauszuholen, Zeit rauszustehlen, dann können auch diese Spieler Fehler machen. Und dann kann man auch diese Spieler natürlich fragen, wie wir auch schon in der allerersten Runde gesehen haben. So, P4 jetzt wieder relativ zügig durch. Vielleicht will man ihn diesmal ein bisschen näher ranlassen. Es wird auch die ganze Zeit schon in die Richtung abgeaimt. Es wird ausgedroht. Du bist jetzt wieder im kleinen Battle hier mit dem Rasputin. Gucken uns das Ganze mal an. Und er wird ihn natürlich wieder versuchen, da rauszuholen. Jungle Lunatic hier mit dem Opening One. Stark gemacht hier. Das war halt sehr, sehr wichtig. Hat erstmal den Sledge, der eigentlich versuchen wollte, über Mining das vertikale Gameplay mit aufzuspielen. Wir haben immer noch den Scamezzo. Jetzt kommt er natürlich aus Unterstützung dazu. Gar nicht mal so verkehrt. Ja, da haben wir natürlich immer noch den Nöra. Jetzt Faith Ripper nochmal nachgelegt. Immer, Leute, läuft doch. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Der P4 war die ganze Zeit schon in die Richtung Hallway dran. So, Untrack ist auch noch oben. Die restlichen Operator befinden sich ja eigentlich unten. Wo haben wir denn eigentlich hier den The Real? The Real befindet sich hier noch in der Garage. Droht jetzt selber nochmal aus, weil er halt weiß, dass oben ziemlich viel Aktivität herrscht. Man muss aber auch aufpassen, dass er hier dementsprechend nicht gefragt wird. Sieht zumindest hier schon mal den Kaid. Und wenn er jetzt hier den Frag landet, dann wird es auf jeden Fall happig. Ja, da bittet man nochmal hier ein bisschen gecovert zu werden. Und das müsste eigentlich jetzt der Kaid mitbekommen haben. Kriegt er auch mit. Er weiß jetzt, dass das ausgedroht wurde und da gibt es auch schon... Ah, schade hier. Vielleicht ein bisschen weiter nach links, dann hätte es funktionieren können. Jetzt müssen wir natürlich auch hier die Operator langsam zurückkommen. Wir hatten auch nochmal den Jan Lunatic hier dran. Und er fällt hier in die Airjip rein und ist auch schon hier gefunden. Das Fressen dementsprechend. Das ist wie ein Fisch an dem Haken. Oh, ich dachte schon, der Untrack hat hier gerade den Frag gezogen. Nein, war es nicht, aber er ist Last Man Standing. Und ja, ist auf jeden Fall eine bittere Pille hier gerade. Und jetzt können sie auf den Plant gehen. Was kann der Untrack dagegen machen? Eigentlich nicht mehr viel, die letzten 50 Sekunden laufen. Also, es sieht nicht schlecht aus. So schlecht spielen die gar nicht, Leute. Ich find's gut. Es kann natürlich besser werden, ja. Und das ist auch schon... Es wird von Runde zu Runde besser. Die stellen sich ja drauf ein. Und gerade gegen solche Gegner zu spielen, macht dann auch dementsprechend Fun. Ja. Auch wenn man verliert. Ja, was macht denn der Maverick eigentlich hier? Und da ist passiert. Hier mit dem letzten Frag. Und das war auch wieder einmal auf Kitchen gewesen. So, 13-0, weiter geht das Ganze. Und ich würde mal sagen, wir machen das einmal so ein bisschen aus der Spectator-Sicht aus, nochmal ein bisschen länger. Damit man, wie gesagt, da nochmal selbst reingehen kann und schauen kann, ja, wie haben die denn überhaupt angegriffen, wie haben die das gespielt, mit was für einem Tempo haben die überhaupt gespielt. Das Tempo ist natürlich von deren Seite auch hier sehr hoch. Auch gutes Zusammenspiel, was wir immer wieder sehen. Für die ist das wahrscheinlich reine Routine hier. Der eine macht auf, der andere eben rein und dadurch, dass er quasi nach rechts gelehnt war hier zum Schluss, der Kaid, hat er nicht 100% die View mitbekommen, weil sonst hätte er wirklich den Maverick erwischen können. Haben wir selbst nochmal gesehen. Und jetzt hier noch einmal auf Bar. Man hat immer wieder die Clash mit. Legion ist jetzt hier zum Beispiel nicht gebannt. Wäre auch eine gute Alternative gewesen. Wenn man aber keinen hat, der gerne mit Legion spielt. Da muss man wirklich, ich glaube, darauf achten, gerade wenn man gegen solche Gegner spielt, dass man denen den Zugriff so schwer wie möglich macht. Egal, ob das durch Barbwire ist,
Man kann natürlich auch hier immer wieder mit Sachen antäuschen, ja, indem man hier oder da Glory Holes anlegt und den Gegner darauf predikten lässt, dass sie sich quasi dort beschäftigen mit den ganzen Sachen. Jetzt warten wir ein bisschen ab. So, jetzt gucken wir mal eine Runde lang da drauf, wie die das Ganze eigentlich hier im Angriff machen. Und schön gemacht hier von dem Untrack über das Window. Und wir sehen hier halt wirklich, der Thermite enorm lit. Der hat gar nichts mehr. Der ist, und da ist auch schon, da ist es passiert. Also ganz, ganz freche Aktion hier von ihm. Und da sehen wir auch natürlich, einfach die Eier auspacken und dann natürlich hier Gas geben. Muss man aufpassen, denn der P4 ist hier direkt an dem Window dran. Pff, was für ein Drohnenwurf. Und da gibt es auch schon. Oh, oh, das war ein Trade. Das war auf Draw. Entschuldigung. Trade. Klar. So. Nörer. Also, der ist wirklich ein harter Gegner. Ne? Wir wissen natürlich, bei welchem Team er spielt. Beim Maxis. Der macht das echt souverän. Der hat auch gute Skills hier. Und das ist eigentlich ein guter Mix der Truppe hier, den wir hier gerade sehen. Da kommt auch schon die Smoke Nade. Der Real hat auch ordentlich was abbekommen. Jan Lunatic hat auch dementsprechend hier den nächsten Frag ziehen können. Jetzt kommt nochmal die Nade on top mit dazu. Aber es wird halt weiter getümmelt. Jetzt nochmal sich konter kurz mit dem Bandit. Und Jan Lunatic hier nochmal mit dem Knife Last Man Standing hier. Damit der Chaos. Chaos alleine hier dementsprechend hier auf dem Spot Richtung Cigar Shop. Eben das Ganze hier nochmal ab. Ah, kriegt er die View nicht 100%. Ach, da hat er ihn. Da hat er ihn. Unglaublich. So, 3 zu 1 jetzt hier der aktuelle Stand. Und das war hier erstmal auf Bar. Ja, wie gesagt, wir feiern hier alles. Wir feiern hier alles. Ja, yeah, most of the time, you know, I speak in English for you, I cast it here in English. But today, I cast here in German, so please be gentle in the chat because of that. Just enjoy the game. And you know also here all the French people. I cast so many times for you and also here in English and speak here in English. But today, let me cast here in German, please, so everything will be fine. So, and just enjoy the game. Also, weiter geht's hier. Wieder einmal Kitchen das Ganze. Ah, da sehen wir nochmal hier, dass mit der Clash gespielt wird. Also alles soweit. Fast wie beim alten. Mal gucken, ob hier der Faith Ripper hier nochmal mit einem anderen Operator. Ja, zumindest in der, beim letzten Mal hat er auch hier den Kaid gespielt. Hat eigentlich wunderbar gepasst. Jetzt nochmal hier eine Attila an die Hedge dran. Und vom Aufbau her funktioniert das Ganze doch. Also bis jetzt sind wir natürlich immer wieder. Sind sie hinten drin? Jetzt gehen sie natürlich einen gezielteren Weg und nehmen auch den Monty mit. Unglaublich. Der Real hier mit dem Monty dran. Jetzt wollen sie natürlich nochmal was anderes auffahren. Checken das Ganze nochmal oben ab. Wir haben aber oben aktuell keinen Roma mit am Start. Jetzt haben sie auch die Control gleichzeitig natürlich hier dran. Genetic, oh, das nehme ich natürlich ganz schnell wieder zurück. Er hier mit dem Opening Frag habe ich jetzt absolut mal gar nicht gesehen, dass er hier oben war. Also ich habe den gar nicht auf dem Schirm gehabt. Gehen wir aber hier nochmal runter auf der Real, der wie gesagt hier mit dem Monte unterwegs ist. Jetzt will man natürlich versuchen, hier Druck auf den Spot damit aufzubauen. Und jetzt wird hier, wird es einen Fight geben zwischen Clash
und Monty mit Sicherheit. Jetzt kommen sie natürlich auch mit einem Schild Operator ran, machen sich natürlich hier Spaß mit da raus. Jetzt gibt es auch den nächsten Sichtkontakt und P4 hier nochmal den Faithful Pirates rausgefiltert. Da gibt es auch nochmal ein Battle nach dem anderen. Es kam Exo hier an den P4 und dann mit dem Refrag und dem Counter quasi. Aber weiter passiert ja erstmal nichts mit dem Monty. Da können wir eigentlich genau Richtung Spot gehen. Janonetic kommt so langsam hier im Backstep-Versuch, könnte eigentlich wirklich den Monty treffen. Jetzt natürlich vom Timing her sehr, sehr unlucky. Neuerer nochmal nachgelegt. Und da kommt auch schon der Janonetic mit dazu. Ja, jetzt müssen wir das gemeinsam hier machen, sonst wird das Ganze nichts. Da muss ich gleich aufpassen. So, Plant wird auf jeden Fall schon mal mit eingeleitet. Mal gucken, ob da sich nochmal jemand zeigt. Und jetzt gibt es hier nochmal... Boah, was war das denn bitte? Da hat man die Clash einfach mal rausgefüllt hat. Und Janonetic hier mit dem Headshot an den Dizzer. 2-1 die Situation. Neuerer ist hier natürlich auch enorm lit. Monty hat da ein bisschen was abbekommen von der Contact Nate. Prefight, was er natürlich kann. Er ist eigentlich ziemlich gut hier bei dem Aim am Start. Ja, Blue Jays ist noch drin. Und ja, LeFers hier nochmal mit einer weiteren gewonnenen Runde. 4-1. Das Ganze hier nochmal auf Kitchen. Die sind aktuell im Viertelfinale. Blue Jays mit Ausrufezeichen Bracket kommt es auch natürlich in den Turnierbaum rein. Und wenn sie jetzt natürlich im Viertelfinale gewinnen, würden sie im Halbfinale gegen Go4Gatekeeper spielen. Und das wird definitiv das nächste Spiel sein, wenn wir den Anschluss hier... Also wenn ich den Anschluss jetzt nicht bekommen sollte zu dem Spiel, dann warten wir einfach. Dann warten wir einfach, weil ich werde dann kein anderes Spiel aussuchen. Das ist für mich dann ganz klar. Wir warten dann bis aufs Halbfinalspiel. Das wird auf jeden Fall möglich sein. Ich schaue mal eben rein, ob es da schon irgendwie ein Ergebnis gibt. Nö. Also sie haben ja wie gesagt eine halbe Stunde vor uns hier angefangen. Quasi einer von den beiden Gegnern, die eigentlich jetzt als nächstes gegen Blue Jays spielen werden. Ich weiß halt nicht, wie schnell jetzt hier unser Spiel zu Ende gehen wird. Und nein, das ist hier kein Lückenfüller, ganz klare Angelegenheit. Ich freue mich natürlich, dass hier Rasputins Team hier so weit gekommen ist und ich freue mich genauso, was für ein geiles Spiel wir gesehen haben von denen auf Clubhouse. Die lagen erstmal wirklich eiskalt zurück und sind dann nochmal so stark zurückgekommen gegen Grave 59. Es stand erstmal 4-1 stand es, dann 4-2, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 6-5, 6-6. Dann ging es auch in die Overtime, 7-6 und 8-6. Also war auf jeden Fall ein richtig geiles Match. Also meines Empfindens nach auch mit eines der spannendsten Spiele. Und das war auch von der Elo her wirklich ebenbürtig. Das war ein schönes, ausgeglichenes Spiel. Das schmerzt auf jeden Fall. Das war ein harter Opening Frag hier. Jetzt gehen sie natürlich wieder einmal da dran. P4 ist auch schon relativ close hier an dem Spot dran. Und da sieht man auch natürlich hier die Spuren. Genau. Also die sind bereits, wie gesagt, schon im Viertelfinale drin und müssen da quasi jetzt noch ein Spiel spielen. Dann kommen sie ins Halbfinale rein. Und Faithful Pets hier nochmal mit dem Ausgleichstreffer. Gut aufgepasst, die Clash kriegt hier wirklich die volle Breitseite. Muss er sich so ein bisschen zurückziehen. Vielleicht gibt es nochmal jemanden, der hier nochmal covern könnte. Boah. P4 war schon die ganze Zeit auf der Position, wusste das jetzt auch. Ja, kriegt nochmal kurz die View mit rein. Da wird ihm auch schon entgegengeschossen. Nochmal kurz auf den Scamero drauf. Er hier mit der MP5K. Die sind echt schnell drauf. Die sind echt schnell drauf. Das macht aber nichts. Wir gehen mal kurz nochmal in die Overview rein, wie sie das mal halt immer machen. Und jetzt sehen sie auch, der Spot ist frei. Zwei stehen auch sehr, sehr groß dran. Rasputin möchte es jetzt hier wissen. Er möchte jetzt den Fight hier haben. Sichert auf sein Schild. Und da hat er nicht mit dem Pistol. Nein, das war hier der P4 gewesen, der sich nochmal die Clash geschnappt hat. Und damit steht es 5-1. Und das war jetzt hier noch einmal auf Kitchen. Jetzt haben wir hier den Roll Swap. Und damit wechseln wir hier Angriff und Verteidigung für die nächsten 6 Runden. Scoreboard sieht wie folgt aus. Ein Neuerer hier aktuell mit 13 Kills. Aber auch auf Seiten hier von At Last We Tried sieht es nicht verkehrt aus. Die machen ihre Frags, so ist es nicht. Rasputin natürlich immer wieder hier in der Support- oder im Schildspiel. Er spielt halt immer wieder mit dem Schild. Daher ist es auch schwieriger, um ehrlich zu sein, irgendwelche Frags zu ziehen. Seine Aufgabe ist natürlich hier, die Gegner vom Angriff abzuhalten, sie so lange wie möglich zu stören.
bisschen Cover oder Backup in der Situation, dass er immer noch wieder einer ist, der quasi dann die Frags zieht und die Operator rauszieht, wäre zum Beispiel gar nicht mal so verkehrt. Ne? Ansonsten gute Arbeit, aber es muss halt irgendwo nochmal einer dahinter stehen, der dann, wenn er angegriffen wird, und das predikten die Jungs ja auch die ganze Zeit, die rechnen damit, okay, hinter der Clash ist halt die ganze Zeit jemand dran und deswegen gehen die halt nicht sofort, das merkst du auch. Die gehen bis an die Clash, gehen zurück, ein bisschen dran, ein bisschen zurück und dann drohen sie wieder. Und dann immer wieder dieses Hin und Her, gerade an so Türengen oder Winkeln, wie auch immer, das spielen sie ja so die ganze Zeit. Ne? Und die predikten das, aber es wird halt aktuell noch gar nicht, oder wurde noch gar nicht so gespielt hier. Jetzt wollen sie hier wahrscheinlich auch. Wir machen direkt alles auf, ja. Aufbau wird klassisch sein. Also, da müssen wir das jetzt natürlich nicht deren Aufbau auf die Goldwaage legen, aber sie verzichten auch aktuell hier erstmal irgendwie die Bar aufzumachen oder so. Ich denke mal, dass sie hier doch aggressiver auf die Zweikämpfe eingehen werden. Aber die Böser. Kann ihn jemand hier rausbringen? Da hat er den ersten tatsächlicherweise. Wie dreist er das hier macht. Wir hatten aber noch einen auf dem Dach oben drauf. Und Gian Lunatic hier mit dem Refrag an den Jäger. Wunderbare Aktion. Den haben wir auch auf Clubhouse sehr, sehr stark spielen sehen. Der hat hier und da wirklich viele Situationen gerettet. Also weiter so. Und P4 jetzt hier nochmal mit dem Refrag. Fast hier sogar noch den Gian Lunatic bekommen. Und da gibt es auch wieder einen Refrag von dem Scamezzo an den P4. Damit hat sich auch mit der Valkyrie erledigt. Also. Die spielen ja so ein bisschen Random-Style-mäßig. Hauptsache die Frags, mal gucken, wer am meisten hier erwischt. Und Genetic legt hier nochmal nach. Also, beste Weg hier natürlich, hier eine weitere Runde zu gewinnen. Bis jetzt sieht es gut aus. Es ist gerade mal eine Minute gespielt. Favorite bei hier nochmal mit dem Headshot an der Real. Und da sehen wir wirklich den Dog fallen. Last Man Standing ist damit Chaos alleine hier Richtung Cocktail Lounge. Und wer ist Blue Jays? Ja, Kowalski Analyze. Blue Jays sind die Besten der Besten der Besten der Besten mit Auszeichnung. Sir. So, jetzt, die haben immer noch genug Zeit. Einmal nur mal ausdrohen, schauen, wo der ist. Und dann könnte man natürlich hier den Frag ziehen. Oder natürlich mit dem Plant baiten quasi. Dann gucken wir uns mal den Chaos an. Eben die ganze Zeit hier Richtung New Hedge Up. Wird auf den Sichtkontakt und damit auch Diffuser gedroppt. Pre-Fight natürlich an viele Positionen. Jetzt weiß man definitiv, wo er ist. Und da passiert es auch schon hier. Oh. Kowalski. Kowalski Analyze, ganz genau. Also 5 zu 2 jetzt hier der aktuelle Stand. Und das Ganze war hier auf Bar erfolgreich. Also einmal Bar erfolgreich defenden können und Bar erfolgreich lustig, dass er erstmal dass der Analyze hier dass ich den erstmal freigeben muss. Ja, wir wissen halt, welche 4 Buchstaben quasi am Anfang stehen. Wahrscheinlich deswegen. Aber guter Bot hier, da aufpassen. Guter Bot. So. Nächste Runde. Noch einmal der Versuch auf Bar Cocktail Lounge. Wie gesagt. So verkehrt stellen sich hier gerade gar nicht an. Ich habe es angekündigt, so schlecht werden die hier nicht abschneiden. Noch 2, 3 mehr Runden und dann könnte es mal ein bisschen spannender werden hier. Wären wir doch alle für. Jetzt kommt der Real hier nochmal mit seiner Yukai-Drohne direkt am Fenster. Kann man natürlich hier nochmal als Irritation nehmen. Ja, weil, okay. Black Eye wird rausgezogen, man wurde halt gemarkt und dann wird man halt die ganze Zeit mal gemarkt und geärgert. Und man fragt sich halt die ganze Zeit, wo ist diese Drohne hin? Jetzt sitzt sie und jetzt hier, guckt euch das mal an.
Guckt euch das mal an, wie dreist ist das denn bitte? Aber da konnte hier der Untrack nochmal retten. Eiskalte Situation. Daryl steht hier nochmal am Window dran. Mal gucken, ob er hier... Oh, jetzt hat er ihn. Jetzt hat er ihn. Kriegt aber hier ordentlich die Shots ab. Und die haben da Bock drauf. Die haben da Bock drauf auf solche Action. Und das gefällt mir, was sie da gerade machen. Auf beiden Seiten natürlich. Ja, wie gesagt, also jetzt nicht hier Blue Jays ganz nach oben stellen hier, zack, 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 die müssen hier noch fighten, wir wollen sie hier sehen, wir wollen, dass sie hier weitermachen, ganz klar, nicht zu viel loben, ne? Das kann immer nach hinten losgehen, die müssen ja auf jeden Fall noch das Viertelfinalspiel bestreiten, die müssen das auf jeden Fall noch gewinnen und dann natürlich auch noch gegen Go For Gatekeepers, wenn es soweit ist, dann sage ich auch nochmal was dazu, aber wir warten erstmal ab. Blue Jays, wie gesagt, muss das Spiel im Viertelfinale gewinnen, damit sie überhaupt im Finale mitspielen können und dürfen. Und da gibt es hier nochmal den Jackal-Track, also 4 gegen 3 Situation. 1,5 Minuten sind hier noch zu spielen und da hören wir auch nochmal den Untrack. Aber hier geht's weiter, ne? Zugriff auf Piano wäre jetzt zum Beispiel gar nicht mal so verkehrt, ne? Und oh, da kommt das Tier 4 geflogen, nochmal Schwein gehabt hier, der Rasputin. Und jetzt wissen sie auch, dass unten noch einer steht. Der wird auch die ganze Zeit hier gejackeltrackt. Wo wird er kommen? Maxis, Maxis sag ich schon, der Nöra steht auch die ganze Zeit hier an den White Stairs dran. Da darf man in der ESL Spawn picken. Favorite Banner nachgelegt. So, jetzt sind es nur noch zwei und das könnte natürlich wieder eine weitere gute Runde für sie werden. Ja, der Döser steht auch nicht sehr, sehr gefährlich. Jetzt hat er den ersten schon mal und kriegt den zweiten auch. Schöner Double Frag hier von ihm. Und da kommt auch schon der nächste mit der Pistole nochmal nachgezückt. Und oh mein Gott! Oh mein Gott, er hat die ganze Runde einfach mal so gedreht, als wäre nichts gewesen. Oh mein Gott! Was ist denn da los? Boah. Das ist ein really good round, ey. Really good round. Spawn picken an sich. Die ersten 2 Sekunden nicht. Die ersten 2 Sekunden. Darf keiner fallen, sagen wir es mal so. Du kannst rauslaufen, kannst du machen, was du willst. Aber du darfst halt in den ersten 2 Sekunden niemanden erschießen oder halt fraggen oder was auch immer. Das geht nicht. Das ist die Regel. Alles andere ist vollkommen Wayne. So, 6 zu 2. Damit gibt es hier einen Matchball. Und das war jetzt hier nochmal. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. Und diesmal haben sie auf Bar hier gewonnen. So. Attackers have discovered the location of a bomb. Ja, gucken wir uns erstmal das Ganze auf Kitchen an. Ja, das ist auf jeden Fall auch nice. Hatte ich ja, glaube ich, gestern schon öfters erwähnt. Da hatten wir auch die Map Café gehabt. Es ist nicht verkehrt, das Ganze hier wirklich aggressiver zu spielen Richtung Bakery. Wir sehen hier 3 Algeprismen, ADS mit Atem gestellt. Hinten natürlich die Wall hier zum Window mit Reinforce, sowie auch das Schild, dass man da wirklich die Position so lange wie möglich halten kann. Da stehen auch aktuell 2 Operator. Und mal schauen, wollen sie jetzt von oben nach unten klären? Wollen sie vielleicht erstmal die Garage einnehmen? Bleibt auf jeden Fall abzuwarten, aber hier der Real erstmal injured. Chaos steht auch an der Position, Rasputin hat auch ordentlich was von dem Zweikampf mit abbekommen und P4 hier mit dem Opening Frag gleichzeitig.
Und die legen es halt immer wieder drauf an. Ne? Die machen das halt sehr, sehr aggressiv. Die wollen die erst gar nicht ins Gebäude reinkommen lassen. Grave Reaper wandt sich aber hier erstmal den sichersten Weg durch. Und zwar von oben nach unten. Und er wird wahrscheinlich gleich nochmal hier über die White Stairs im Idealfall dazukommen. Solange muss man sie natürlich hier so ein bisschen ablenken, dass die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Pifo ist jetzt auch mittlerweile oben angekommen. Das heißt, er könnte eigentlich auch hier den nächsten Kontakt haben. Da sie jetzt werden wahrscheinlich versuchen werden, hier oben mit zu attacken. Da gibt es immer die Live-Marks natürlich auf den vor auf den Dog, den hat man zuletzt hier schon gesehen. Nun kriegt das vom Sound hier mit, dass Richtung Whitehall wir auch gleichzeitig nochmal das Window aufgeht. Jetzt kommen sie Richtung Red Stairs. Die wollen natürlich erstmal die Kontrolle oben haben und die rechnen nicht damit, dass er hier direkt steht. Jetzt gibt es nochmal die Line-Fähigkeit, also den Line-Track und da gibt es nochmal die Jackal-Tracks dazu und da kann er sich trotzdem eiskalt durchsetzen hier mit dem Headshot. Eiskalt. Last Man Standing damit hier tatsächlicherweise der Faith Ripper und zum Schluss nochmal eine Flawless Round hier. Ja, GG, well play, würde ich auf jeden Fall sagen. Rasputin, Jungs, ihr habt das super gemacht. Ihr habt das trotzdem super gemacht. Ihr habt euch da gut gegengehalten. Ihr seid gut drauf eingegangen. Also so schlimm ist das Niveau jetzt nicht bei euch, um Gottes Willen. Also wie gesagt, ihr seid bis ins Viertelfinale gekommen. Ich finde es geil. Ich finde einfach geil. Und wie gesagt, nochmal Analyse, aber gegen... Ja, die haben einfach random gespielt. Was willst du da großartig analysieren? So, das muss man auch dazu sagen. Und ja, schönes Spiel und ja, mit Sicherheit kriegen wir gleich nochmal Anschluss zum nächsten Game, denn Maymonat haben hier gewonnen, das heißt, wir werden dann gleich nochmal Kowalski Analyze sehen, also wir werden mit Sicherheit auch auf uns warten, das heißt, wir machen hier einmal einen ganz kurzen Break, Leute, und ich sichere mir schon mal das Spiel und wir hören uns einfach gleich wieder, würde ich sagen. Also, schön dranbleiben.